Herzlich willkommen, liebe Kryptofreunde und Mining-Enthusiasten. Ich bin's, euer Mr. Mining. Heute werden wir uns mit dem Thema beschäftigen, wo kommt eigentlich der ganze Input her? Auch ich habe das Wissen nicht wirklich in den Schoß gelegt bekommen. Ich habe da mich wirklich auf YouTube, das war ein super Portal, damit man sich hier Wissen aneignen kann, und natürlich das World Wide Web, das Internet. Man muss da schon einige hundert Stunden in Anspruch nehmen, um sich einfach mit dem ganzen Thema Krypto, Krypto-Mining und alles dahinter, Energieversorgung und alles, was dazugehört. Und zu dem Thema Blackout kommen bei den nächsten späteren Videos. Das wird eher ein anderes Kapitel sein. Woher kommt das ganze Wissen? Eines vorab, das kommt jetzt da, einen Moment. Mein Helferlein und ein paar andere Leute haben gesagt, ja, lieber Mr. Mining, Timmy, mach dir einen Gefallen und pimp ein bisschen deinen Kanal und mach eine kleine Verlosung. Und da habe ich lange drüber nachgedacht, und für die, sage ich mal, Gamer unter euch oder auch Miner unter euch, ist mir da eine folgende Idee eingeschossen. Wie kann ich doch den ein oder anderen Abonnenten dazu gewinnen? Dann machen wir einfach eine kleine Verlosung. Und mein Vorschlag wäre, ich habe da zufälligerweise das Problem, dass ich nur eine einzige Grafikkarte solo habe. Das heißt, ich kann damit kein Mining-Rig aufbauen oder irgendetwas dergleichen. Und ich würde vorschlagen, ich als Mr. Mining verlose unter den ersten 1000 Abonnenten eine Radeon Sapphire RX Pulse Grafikkarte, eine 580er. Hier ist das gute Stück. Das ist wirklich fast neu. Ich habe sie vor 2 Monaten gekauft. Leider nur ein Stück bekommen. Und diese Karte haben wir in unserem Demo-Rig laufen, um einfach die Hash-Werte darüber, Videos zu drehen und, und. Es gibt natürlich auch einen Originalkarton. Und bis die ersten 1000 Abonnenten auf meinem Kanal sind, wird dieser Karton bis dort hinten mal sauber versteckt. Ich hoffe, dass ihr damit Freude habt für den zukünftigen Gewinner. Kommen wir kurz zu dem Zeitwert dieser Karte. Also diese Karte, was ich hier habe, habe ich vor circa 2 Monaten neu ergattern können. Jetzt schalte ich mich gleich mal kurz ein wenig kleiner. Und ich habe nur auf die Schnelle im Internet die baugleiche Karte eingegeben. Sie wird mittlerweile um diesen Preis gehandelt. Ich muss fairerweise sagen, ich habe nicht diesen Preis bezahlt. Ich habe sie noch wesentlich günstiger ergattern können. Aber ich besitze leider nur ein Stück, und für einen Mining-Rig macht das nicht wirklich Spaß. Ich bin eher der Freund, der was beim Mining-Rig maximal 2 differenzierende Karten in einen Rig betreibt. Und man kann auch schauen, auf eBay gibt es unter Sofort kaufen diese Karte mittlerweile für 850 Euro. Eins am Rande, diese Karte schafft, wenn man sie im Etherhash-Bereich betreibt, locker 33 Megahash. Und wir werden hierzu noch das eine oder andere Video drehen. Ich möchte nur den glücklichen Gewinner schon eines vorab sagen. Bis die 1000 Abonnenten zusammen sind, wird diese Karte aber bei uns noch auf Herz und Nieren geprüft, und da wird den einen oder andere Betriebsstunde im Mining-Betrieb erleben. Ich kann eines garantieren, ich werde die Core-Settings nie über 65 Grad wählen. Somit ist eine sehr sanfte Betriebsamkeit der Karte zu rechnen. Hier noch zum Thema Beschaffung. Hier sieht man selber, wie schwierig es heute für die Gamer und auch für die GPU-Miner ist, ein Bergwerkzeug zu ergattern, für den Gamer-Hype eine Grafikkarte, damit er seine Spiele in hochauflösender Grafik betrachten kann. Hier sieht man eine Bestellung vom 5.2.2021. Ich habe hier eine RX 570er 8 Stück bestellt mit 8 GB. Mir wurde seinerzeit bei der Bestellung bei der Firma Konrad Elektronik Lieferzeit KW10 zugesagt. Also KW10 wissen wir mittlerweile, wir haben jetzt Ende März, das ist schon sehr lange vorbei. Und ich bekomme regelmäßig in 2 Wochen Updates. Ganz interessante Sachen mit Lieferzeit unbekannt. Und jetzt habe ich mich doch ein wenig furchtbar beschwert bei der Firma Konrad mit der Aussage, dass ich gesagt habe, ich würde gerne auf YouTube ein Video drehen, wir würden gerne einen 8er-Rig mit diesen Karten vorstellen und dergleichen und so weiter. Und habe irgendwie der Firma Konrad das, wie sagt man so schön, das Gefühl vermittelt, ich habe Kollegen, die sehr wohl Ware bekommen haben, genau nämlich diesen baugleichen Typ, nur weil ich habe da ein paar Tage früher bestellt habe, war diese Karte noch relativ günstig bei Konrad zu bekommen. Ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube, irgendwann die Bandbreite inklusive Steuer das Stück um 280 Euro, was natürlich zu der Marktsituation von heute eine Sensation ist. Und dann hat mir die Firma Konrad endlich ein Ticket zurückgeschrieben, das jetzt da, und das ist das erste Mal, dass ich jetzt schriftlich einen Liefertermin bestätigt bekommen habe, der 4.6. mir angepriesen wird. Immerhin besser wie unbekannte Zeit.
Nur, dass jeder mal sieht, wie schwierig es ist, eine Grafikkarte, wir reden eine 8 GB Grafikkarte, in dieser momentanen Marktlage zu beschaffen. Einfach, deswegen finde ich, es ist wirklich furchtbar, genauso für die Gamer, auch wie für die Miner, einfach relativ günstige Grafikkarten, die was nicht in dem Preis per Segment von 2000 Euro wie die RTX 3080er, 3090er, teilweise auch die 3070er sind von Nvidia, wie schwierig es ist, in den letzten Monaten einfach eine Grafikkarte zu ergattern. Und deswegen glaube ich, ist meine Verlosung unter den ersten 1000 Abonnenten mit der RX 580er 8 GB von Sapphire schon ein ganz schönes Ding für einen Newcomer auf der YouTube-Ebene. So wie ich schon heute erwähnt habe, woher kommt mein ganzer Content, woher kommt das ganze Wissen? Ich habe mich auch jahrelang mit Recherchen und dergleichen begnügen müssen, weil das Wissen, das fällt einfach einer nicht von den Himmel in den Schoß. Und somit werde ich euch meine persönlichen Favoriten, ich sage zum Teil auch meine Mentoren, wo ich einfach sehr viel Input zurückbekommen habe, den was ich jetzt versuche weiter zu streuen und auch natürlich diesen ganzen Crypto-Space ein wenig weiter zu supporten und natürlich auch mitzuhypen. Ich würde sagen, für uns alle im deutschsprachigen Raum ist der Dr. Julian Hosp, glaube ich, die Krypto-Koryphäe schlechthin, weil er doch so ziemlich die Bandbreite von der Technologie über teilweise auch ein bisschen Coin-Analyse und dergleichen am besten von allen abdeckt. Das ist so quasi ein bisschen der Tausendsasser, ein bisschen der Mr. Dirk Müller, der Mr. Dax unter den Kryptojaner. Also ich kann euch diesen Herrn nur herzlich empfehlen. Hat verdammt viele Videos schon natürlich aufgeladen, aber macht das sehr gut meines Erachtens und man bekommt auch sehr viel anderen Input, denn was ich vielleicht gar nicht so gut vermitteln kann, man muss sich einfach die Zeit nehmen. Wenn man sich die Zeit nicht nimmt, dann hat man einfach, ist es besser, man setzt sich mit dem ganzen Thema Krypto nicht auseinander, weil es dann am Ende der Tage doch ein sehr gigantisches Spektrum ist. Als nächstes hätte ich den Blog-Reporter, der was natürlich eher mehr Marktanalysen und dergleichen betreibt. Ich finde diesen jungen Herrn doch sehr anständig, meines Erachtens sehr neutrale Analysen, was er betreibt. Hier ist das eher mehr was für den, der was nicht im Mining-Bereich arbeiten möchte. Das ist eher mehr für den, der was einfach auf einer Kryptobörse seine Euros tauschen möchte und nur wissen möchte, wie ungefähr die Marktlage besteht. Also ich finde diesen Herrn sehr neutral, sehr angenehme Stimme. Und kann den nur wärmstens empfehlen. Als nächstes der Blocktrainer ist auch ein ganz ein fescher, netter Kerl. Fesch jetzt nicht in Sachen, wie er optisch aussieht, das ist mir jetzt als Mann natürlich herzlich egal. Hier geht es eher auch darum, er macht das gleich wie der Blockreporter, sehr angenehm, wie er das Ganze sehr neutral analysiert und auch die Themen, die was er behandelt. Ganz wärmstens zum Empfehlen. Und als nächstes ein, ja, ich würde sagen, mein persönlicher Favorit, wahrscheinlich, weil man halt auch schon von den Jahrgang und schon ein bisschen ähneln, ist der Kollege von Crypto Report. Also, der hat doch schon immer wieder sehr interessante Strategien und Analysen, die was er so an den Tag legt. Das ist natürlich wie beim Blogreporter, beim Blogtrainer, ist auch der Crypto Report eher mehr. Sie sagen zwar alle miteinander, sie sind keine Anlageberater, aber ich würde jetzt sagen, die machen sehr gute Anlageberatung, wenn man einfach den Inhalt ihrer Videos versteht. Und last but not least, auch ein ganz ein netter Kerl, der Alexander Weibrecht von Krypto-Magazin, der was ein bisschen mehr macht als die anderen drei Herren, die was ich euch vorgestellt habe. Er ist meines Erachtens das Zwischenponton zwischen den drei Herren, was ich vorher erwähnt habe, und zum Dr. Julian Hosp. Er macht das auch ganz genial. Ich finde ihn, ja, er hat sehr viel Input und ist sehr hat eine große Diversität von den Themen, die was er da, also auch Börsen und dergleichen, auch immer wieder an den Tag legt. Jetzt, wenn es einmal ums deutschsprachige Mining geht, ist mein absoluter, wärmstens zum empfehlender Kollege, der Eisenkopf Mining, ein ganz frischer Newcomer, der hat in kürzester Zeit schon 1000 Abonnenten, aber was viel wichtiger ist als nur die Abonnenten, der Mann macht es einfach gut. Wir werden da nicht die Videos und die Themen, die was er behandelt hat, noch einmal neu erfinden. Der Mann ist gut, also ich freue mich natürlich auch, wenn ihr bei ihm vorbeischaut, weil ich sage, der ist ja wirklich auf das Thema GPU-Mining, die Koryphäe
und alles, was um diesen Thema Etherhash zu tun hat. Wir haben ja da eher ein globaleres Thema, wir haben ja den ganzen Crypto-Space, wir decken da ein bisschen mehr ab, wollen auch ein bisschen sehr in die Energieseite reindringen. Wir werden nicht diesen Content liefern können, wie es der Eisenkopf-Mining rein nur auf diesen ganzen GPU-Rig-Bereich macht. Und zum Thema Energie, was bei den letzten Videos noch nicht wirklich vorgekommen ist, ich kann euch einmal vorab nur eines empfehlen, jedem, dem was das Thema Energie interessiert, schaut euch das Video Energiewende ins Nichts an. Das Video ist mittlerweile 6 Jahre alt, hat aber enorm viel Input, damit man auch ein bisschen das Ganze versteht, was wir da eigentlich für Probleme haben auf den Energiesektor, wie es um die erneuerbaren Energien ausschaut, was da wirklich die Wahrheit der Technologien ist. Ist natürlich nicht jetzt nur auf diesen Themen so hingeschnitzt, wie wir sie darstellen möchten, aber ich finde, als globales Video sollte man, ich glaube, das dauert starke 1,5 Stunden, sollte man sich die Zeit aufnehmen, damit man ungefähr die Marktlage ein bisschen einschätzen kann, dass uns ein Blackout wirklich bevorsteht. Ich bin nicht der, der was jetzt den großen Armageddon oder den Weltuntergang vorhersagen möchte, aber wir müssen uns damit irgendwo mit dieser Bequemlichkeit arrangieren. Wir können nicht 2022 alle Atomkraftwerke, wie die deutschen Kollegen das gerade machen, deaktivieren. Wir Österreicher sind ja da natürlich die saubernen Wurzeln. Wir haben ja keine Atomkraftwerke, wir lassen das ja lieber unseren lieben Nachbarländern verrichten, wobei es am Ende der Tage ja nichts bringt, wenn diese ganzen Kraftwerke gerade mal nicht einmal gescheit 100 Kilometer an der Grenze zu Österreich aufgebaut sind und wir dann halt die Energie über die Hochspannungsleitungen importieren und unser Greenwashing halt mit unseren Pumpspeicherkraftwerken wieder betreiben, damit unsere Energiebilanz nach außen natürlich äußerst positiv ausschaut. Das ist ein anderes Thema, aber dieses Video kann einen ein bisschen die Augen öffnen, dass der Blackout irgendwann einmal, ich sage mal in der Bandbreite, spätestens, wenn wirklich die Deutschen die AKWs deaktivieren und wir dieses ganze Thema mit den erneuerbaren Energien nicht im Griff bekommen, irgendwo Bandbreite spätestens 2023 damit zu kalkulieren haben. Das ist auch wichtig und deswegen habe ich das in unserem Crypto Mining Magazin als Mr. Mining auch drinnen, weil Mining und Blackout, das sind zwei Sachen, die was ich überhaupt nicht vertragen. Generell für den Crypto Space ist Blackout ein ganz wichtiges Thema, weil so toll die Krypto Technologie und alles dahinter ist, ohne Energie ist das ganze System natürlich lahmgelegt. Das gilt natürlich auch für den normalen Chiral- und Fiat-Geldsystem, weil natürlich alle Transaktionen heute übers Internet gesteuert werden und das Internet und die Energieversorgung dahinter ist für uns im 21. Jahrhundert essentiell. Kurz jetzt weg von dem Thema Energie und Blackout, wir werden hierzu eigene Videos hochladen. Eher aus der normalen Realwirtschaft. Gute Analysen kann ich wärmstens dem Dr. Markus Kral empfehlen. Er ist natürlich der kleine Goldjunge, der was mit seinem Gold natürlich immer wieder liebäugelt und das natürlich auch anpreisen möchte. Ist wertfrei, ist sein Geschäft, ist sein Können. Trotz allem muss ich sagen, hat der Dr. Markus Kral meines Erachtens doch sehr transparente Videos auf YouTube hochgeladen, wo sehr viele Themen wirklich toll analysiert werden und natürlich ist ein bisschen ein Bitcoin- oder Krypto-Skeptiker, aber auch wir müssen auch Raum für Skeptiker lassen, weil es gibt auch außer diesem ganzen Krypto-Space noch das regionale Wirtschaftsfinanzsystem und das hat ja doch die letzten, sage ich mal, seit dem Zweiten Weltkrieg ja tadellos funktioniert und braucht halt alle 60 Jahre eine Erneuerung mit einem Crash, wo halt dann wieder das System von neuem gestartet wird. Nur wir sind jetzt halt in der Hochtechnologie seitens den World Wide Web angekommen und die Kryptographie hat halt neue Märkte eröffnet. Das heißt, es ist jedermann mittlerweile ohne Bank ohne Staat in der Lage, Vermögenswerte zu speichern und diese auch zu transferieren, wo früher andere Anbieter immer ganz schön mitverdient haben und einfach diese Transparenz verloren gegangen ist. Und last but not least, ich möchte dieses Video relativ kurz halten, auch ein Kollege, der Mr. Dax, der Mr. Dirk Müller, ist natürlich ein wenig ein Krypto-Gegner bzw. ein Bitcoin-Gegner, aber muss man wertfrei sagen, er macht sehr seriöse Analysen, auch die Kryptos, mittlerweile gesteht er sich ein, dass da was passieren kann und ich muss sagen, ja, ich kann ihn nur empfehlen, man muss sich wertfrei anschauen. Ich persönlich meine, man muss von diesen ganzen Herrschaften sich persönlich ein Bild machen. Der eine hat seine eigene Rolle, die was er natürlich favorisieren möchte. Natürlich der Kollege Dr. Julian Hosp wird immer der kryptoaffine Kerl schlechthin sein und da strahlt es aus und hat natürlich auch in Mitteleuropa, im deutschsprachigen Raum, die Kryptoszene groß gemacht und auch publik und markt- und salonfähig gemacht. Trotzdem kann man den Dr. Markus Kral
Krall und den Herrn Dirk Müller auch nicht außer Acht lassen. Die haben eine sehr gute Themenaufbereitung und ich finde die auch vom Content ganz, ganz wichtig. So, meine lieben Kryptofreunde, in diesem Sinne war das Video für heute schon alles. Mir geht es nur darum, ich kann nicht euch alles in so kurzer Zeit mitteilen und ich kann nur diese ganzen Herrschaften auch empfehlen. Ich würde mir natürlich freuen, wenn du ein Abo hier lässt und auch einen Daumen hoch Button drückst. Das würde mich natürlich unterstützen, damit ich meine Arbeit hier weiter fortsetzen kann, um einfach auch meinen Content an euch zu streuen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine angenehme Woche und viel Spaß. Tschüss, euer Mr. Mining.